Hallo meine Lieben, mein Name ist Oriana, ich bin seit 20 Jahren leidenschaftliche Schönheitspflegerin und habe seit 16 Jahren mein eigenes Studio. Ja, auch ich mache zum zweiten Mal den Lockdown mit, auch ich musste zum zweiten Mal schließen und darf nicht das machen, was ich liebe. Und ich kann euch nur eins sagen, ich möchte es kurz und knapp halten. Ich bin nach meinem ersten Lockdown stärker denn je rausgegangen. Ich habe am Anfang geweint, ich war traurig, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie geht es weiter? Und natürlich ging es auch um Ängste, trage ich meinen finanziellen Beitrag auch zu Hause bei meiner Familie? Ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet. Ja, aber vor allen Dingen hat man mir das genommen, was ich über alles liebe. Gut, man hat sich dann abgesichert, wir durften wieder nach 7 Wochen arbeiten, man hat sich abgesichert, man hat alle möglichen Maßnahmen investiert ins Studio. Gut, für uns Kosmetiker hat sich nicht viel verändert, wir sind ja eh immer safe oder haben safe gearbeitet, aber trotzdem hat man das eine oder andere für die Kunden halt einfach gemacht. Aber wisst ihr was? Ich habe nie aufgegeben. Ich habe nie aufgegeben zu kämpfen. Ich habe angefangen, Videos bei Instagram zu drehen, Tutorials, wie man sich pflegt, wie man sich schminkt. Und wisst ihr, was das Schöne war? Ich habe nicht nur mir geholfen, ich habe auch meinen Kunden geholfen. Ich habe eine Ordi-Bag ins Leben geweckt. Ich habe Online-Tüten verkauft, ich habe sie verschickt, ich habe Pakete gemacht. Irgendwann entstand dann mein eigener Aufkleber, mein eigenes Design, mein eigenes Klebeband und so weiter und so fort. Ja, dann durfte ich arbeiten. Mein Terminkalender war voller denn je. Und was kam? Der zweite Lockdown. Das heißt, ich musste wieder schließen. Und ja, ich habe im ersten Moment, ich war total geschockt. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Heute würde ich sagen, ist glaube ich der 4. Tag oder der 5. Tag. Ich bin stärker denn je. Und darum geht es nicht, dass ich jetzt irgendwie dann wahnsinnigen Umsatz gemacht habe. Ich kann meine Kosten momentan auch nicht decken und weiß jetzt auch nicht wirklich, wie es weitergeht. Aber wisst ihr was? Im Herzen weiß ich, ich liebe diesen Beruf. Es ist mein Leben. Ich werde ihn nicht aufgeben. Ich werde ihn schon allein nicht für meine Kunden aufgeben, die so gern zu mir kommen. Und da appelliere ich an euch, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Gebt nicht auf. Lächelt jeden Tag in den Spiegel. Lächelt euch an und sagt, das ist unser Kampf, es ist unser Fight, wir werden es schaffen und wir werden wieder im Studio stehen, wir werden das machen, was wir lieben. Verliert nicht euer Lächeln, bitte macht was für euch, sammelt neue Ideen und bleibt vor allem stark. Ich drücke euch ganz fest und bleibt motiviert. Eure Ori.